herzlich willkommen zum großen Festabend hier im Steuer-Country. Gute Laune im Steuerparadies Deutschland, danke. Ja. Meine Damen und Herren, liebe Bundestagsabgeordnete, die Sie jetzt schon zum ersten Mal die Hucke vollgekriegt haben im Wahlkreis nach der Abstimmung heute Nachmittag. Heute bei uns wieder zum ersten Mal nach der Bundestagswahl. Wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre, wie würden Sie wählen? Denn wir haben heute gelesen, aktuelle Umfrage, SPD, unsere großartige deutsche Arbeiterpartei, hat 10% verloren. 10%, und das waren nicht nur die Rentner. Ja? Ich verstehe es nicht, weil unser großartiger Kanzler, Paul Gerhard, hat einen Besuch in Österreich abgesagt. In Österreich ist Wahlkampf und er möchte dort nicht irgendwie zu Missverständnissen führen. Es gab zum Beispiel die österreichischen Konservativen, die ÖVP und die österreichische FDP, haben gesagt, Vorsicht vor Rot-Grün in Österreich, Vorsicht vor deutschen Verhältnissen. Liebe Österreicher, wir haben keine deutschen Verhältnisse mehr, wir haben schon lange argentinische. Dann, mein eigentlicher Staatsoberhaupt. Ja, was interessieren mich diese Gewählten, diese Amtsinhaber auf Zeit? Ich spreche vom Papst. Er war in einem Ort der Unbestechlichkeit, der Liebe und der Zukunft im italienischen Parlament und hat zum ersten Mal, glaube ich, seit 180 Jahren wieder als Papst das italienische Parlament besucht. Und er hat die Italiener aufgefordert, mehr Kinder zu zeugen. Sollte man nicht glauben, Italien liegt auch im europäischen Durchschnitt weit hinten. Und meine liebe italienische Männer, ha? Es nutzt nicht, wenn ihr jedes Jahr ein Kind macht und das wächst dann bei Mutter in Recklinghausen auf. Ja. Nach der Rede des Papstes, und das muss man sich vorstellen, dass es das noch gibt, hat sich ein Mafia-Boss freiwillig, gibt es ein neues von den Haffas? Ein Mafia-Boss hat sich freiwillig gestellt. Er war so gerührt durch die Rede des Papstes, dass er gesagt hat, ich bereue meine Sünden, ich stelle mich. Ähnliches erwartet man hier von Möllemann nach der Ansprache von Rau an Weihnachten. Helmute Serlet und der Band! Deutschland ist pleite. Wir haben es eben gesagt, seither werden wir lockerer. Klar. Wir kriegen blaue Briefe aus Brüssel. Wir sind im Grunde ein Portugal mit schlechtem Wetter. Die Industrie wandert ab, 50 Millionen Arbeitslose. Der Kanzler ist sehr gestresst. Ich finde, der Kanzler sollte mal Urlaub machen, oder? Er braucht dringend Urlaub. Er braucht mal Urlaub. Es steht uns nicht an, dem Kanzler Ratschläge zu geben, aber selbst enge Parteifreunde, ein hoher Spitzenfunktionär, wie es immer in der Zeitung heißt, sagt, der Gerd läuft auf Reserve. Klar. Der lange Wahlkampf, die Flut, diese ganzen Rettungsmaßnahmen. Die Koalitionsverhandlungen. Die Koalitionsverhandlungen, der Ärger mit George W. Oh ja. Kein Urlaub gemacht, gerade mal zu Doris am Wochenende nach Hannover, wenn Sie nicht bei Wetten, dass. Ja. Ich meine, wann spannt der Kanzler mal aus? Ja, das braucht jeder Mensch mal, so eine Rekreation, ja. Also wirklich ein Auftanken. Ja, ein der Kanzler sollte auch an sein eigenes Humankapital denken. Richtig. Wir richtig. Brauchen ihn noch lange in ja, Deutschland ja. Und er sollte mit sich selber weniger Raubbau treiben. Genau. Ja? Es genügt, wenn das Land bankrott ist. Es sollte nicht auch der Kanzler persönlich sein, kräftemäßig. Ich meine nicht finanziell, ich meine kräftemäßig. Wir sagen das nicht belehrend, sondern nein. Aus Sorge. Ja. Aus Sorge, bitte. So ein Politiker hat, lass ich nicht täuschen, einen harten Alltag. Ungesunde Ernährung, jeden Abend Pilz im Wahlkreis, ja, mal hastig zwischen zwei Ausschusssitzungen ein matschiges Brötchen und so weiter. Wann kann der denn mal wie unser eins 3 Stunden am Mittag spazieren gehen? Ja. Oder? Wenn ich oft morgens kurz nach 12 hier zur Show, zur Vorbereitung komme, ja, sage ich mir, die in Berlin leben, bestimmt schon wieder ungesund. Ständig diese Kritik, ich könnte damit nicht umgehen. Nein. Oder? Wenn ich selber nur negativ gesehen würde. Furchtbar. Ja, wenn ich das Gefühl hätte, mein Volk, meine Zuschauer. lehnen mich ab. Ja. Wir haben den Wahlkampf entscheidend beeinflusst, meine Damen und Herren. Wir haben Tag für Tag eine Umfrage.
Das beruhigt mich. Das kann ich jetzt gleich mal reinschreiben. Applaus wird wieder schwächer. Heute sind hier so viele Requisiten aufgebaut, ich komme kaum noch an die Materialien. So viel tolles Programm haben wir. Wir pflanzen heute draußen in unserem kleinen Lustgärtchen den Baum des Jahres, meine Damen und Herren. Jahr für Jahr, das ist jetzt schon, glaube ich, der siebte Baum. Der fünfte. Ja, der zweite. Der zweite, ja. Ja, meine, seit 7 Jahren machen wir die Sendung, seit 5 Jahren sind wir bald hier. Genau. Und letztes Jahr haben wir damit angefangen. Ja. Der zweite. Jetzt aber, meine Damen und Herren, angesichts des drohenden Staatsbankrotts, heute hat Ich mag keinen Fusch mehr eine flammende Rede gehalten im Bundestag. Ja, ja. Und ich habe jetzt festgestellt, ein Kriterium, wenn Sie wissen wollen, meine lieben Politinteressierten, wer im Bundestag was zu sagen hat. Im Bundestag etwas zu sagen hat nur, wer an seinem Platz so machen kann. Genau. Ja? Absolut. Sie brauchen nicht wissen, welche Partei. Sie brauchen nicht wissen, welche Partei. Sie brauchen nicht wissen, welches Amt. Nur wer. Die sind aber in so einer Schiene. Vor- und rückwärts schieben kann. Die sind, glaube ich, in so eine Schiene festgemacht auf dem Boden. Ehrlich? Ja, das ist immer sehr präzise und ich habe noch nie einseitig gehen sehen. So. Immer so, wer so hin und her schiebt, ja, und Strucki Baby hat einen begrüßt. Struck saß so, da ziemlich alleine auf der Regierungsbank, kam einer und macht Struck so. Und ich zeige mal, wie der Typ gemacht hat, der Struck begrüßt hat. Ja. Ja, der will noch was werden. Ja. Ich weiß nicht, wer will. Der kam da so, der kam so und der Typ machte so. Und ich sag dir, ich verstehe nichts von Politik, aber wenn du es nötig hast, dich vor Struck so tief zu verbeugen, ja, bist du nicht mal im Bundestag. Oder? Dann bist du irgendwie einer, der so von, ich weiß nicht, von so einem Fahrradkurier oder was vorbeibringt. Oder so. Obwohl, er hat den schwarzen Anzug an. Welche Partei würde unser Studiopublikum wählen, wenn morgen Bundestagswahl wäre? Wahlberechtigt 163, Damen und Herren. Gültige Stimmen 155 entspricht einer Wahlbeteiligung von 95,1%. CDU, CSU 51,6%. SPD 14,2%. Grüne 19,4%. FDP 6,5%. Da muss man sagen, ob der Staat floriert oder pleite ist, für die FDP ist es wurscht. Ist egal. Ist da heute wieder Geld aufgetaucht, oder wie? Glaub nicht. Ne. Ich glaube, dass ich bald in die FDP eintrete, weil es gefällt mir, ständig Geld auf dem Konto zu haben und ich weiß nicht woher. Das sind schon wieder 100.000. Echt? Toll! Wirklich? Und das ist toll! Achtung, Gysi! Tränen trocknen! 8,4% PDS! Schau dir das an! Die zwei haben keinen Tisch und keinen Stuhl. Ja. Viele haben keinen Tisch, ne? Vier? Viele haben keinen Tisch. Ja, aber die haben nicht mal so ein, wie soll ich mal sagen, die hocken ja noch außerhalb des Pults. Ja, ja, ja. Ich habe sie neulich gesehen, sie sitzen wie ich früher in Geschichte, ja? wo man sagt, ich gehe eh gleich, dafür lohnt sich nicht ein Tisch. Ja. So sitzen die außerhalb und haben ihr Karl-Marx-Testament auf den Knien liegen. Ja, genau. Die beiden Damen der PDS, die nicht mal Fraktionsstatus haben. Hier, das ist der absolute Hammer, die neue Zeitschrift von Vera. Dazu kommen wir gleich. Ja, das ist der absolute Hammer. Wir haben gestern schon angefangen, aber gestern war das Programm wieder so toll und so voll. Meine Damen und Herren, ich darf Sie bitten, bitte heben Sie 1,95 Euro von Ihrem Schweizer Konto ab. Oder wenn Sie ja gleich in der Schweiz leben, 3,90 Franken. 3,90 Franken? Ja. Sapperment. Für Vera, das Magazin zu Vera. Zur gleichnamigen Show Vera. Klar, Vera. Bei Sat.1. Vera in Tween, eine Zeitschrift mit Gesicht. Aus dem Leben fürs Leben. Mehr kann man nicht mehr erwarten. Eine großartige Kollegin. Das sind die Themen. Ich, Vera über Vera. Xmas. Früher Weihnachten. Ja. Ja. Aber wer Halloween feiert, freut sich auch auf Xmas. T
Thema Reis, darüber liest man viel zu wenig in unseren Illustrierten. Und wer sagt, ich bin schon satt, warum nicht auch noch Fisch? Das Tolle ist bei, für Menschen wie mich, die zum Beispiel nicht alle Buchstaben auf Anhieb griffbereit haben. Klar. Ja. Ja, ich kann lesen, kann man sagen. Aber ab und zu sage ich doch mal, ist es ein L oder ein halbes T oder so. Man braucht es bei Vera nicht, denn mit großen Bildern zeigt man, worum es geht. Oben in der Hälfte. Ja? Zum Beispiel, wenn Sie was über Kaffeetassen wissen wollen, dann gucken Sie einfach auf Seite 26. Thema Reis brauche ich nicht lesen können. Na klar. Ja? Und dann haben Sie diese ganzen Themen hier unten nochmal für die Besserverdienenden aufgeschrieben, wo Sie was finden können. Ich wünsche mir ein Kind. Sie ist laut und doch leise. Ach so, ein Interview über 1, 2, 3, 4, 5, 6 Seiten mit Vera Entwehen. Über Vera Entwehen. Was macht sie beim Autofahren rasend? Es äußern sich wie immer Georg Uecker und Marie-Louise Marian. Ich bin eine gute Mutter, aber es gibt auch einen eitlen Teil. Das sind im Grunde nochmal zum Teil Themen, die in Veras Sendung vorkamen, nochmal dann hier schriftlich aufgeführt. Das hat mir sehr gut gefallen. Shopping. Alles aus Gold. Einkaufstipps. Oh, toll. Goldene Schuhe. Goldhamster. Ganz über Goldwasser. Und eine goldene Tüte. Klar. Ja. Das ist aber auch sehr geschmackvoll alles, ne? Naja, vor allem, man muss nicht überlegen, was passt zu was, sondern wenn ich alles auf Gold habe, ja. Das passt immer. Ganz schön Wellness. Naturprodukte dürfen im Badezimmer moderner Frauen. Das hat mir auch gut gefallen. Kreativ kombinieren. Klamottenempfehlungen. Das ist einfach nach 30 Jahren wenn nichts mehr läuft. Brauchst du nur noch eine Jacke und ein paar Schuhe. Meine lieben Kunsthistoriker, so werden Sie den Dandy-Look noch nicht erlebt haben. Ich habe jetzt gerade ein Buch gelesen über Dandys. Ja? Und die sind nicht so gekleidet. Naja, da steht drin, also das sind Männer, die im Grunde erstens nichts arbeiten und zweitens den ganzen Tag mit besonders exaltierten Klamotten oder besonders klassischen Klamotten verbringen, um Modediktat auszuüben. Vor allem früher in England, Paris. Das ist eine Form von Dandytum, die man, glaube ich, so noch nicht kennt. Ein Pulli und eine Hose. Ja? Mode. Und das hier muss ich sagen, Glückwunsch. Das ist ein modernes Frauenbild, das wir uns wünschen. Das Thema heißt, so bleiben Sie für Ihren Mann attraktiv. Ja. Ja. So sollte die moderne Frau denken. Was kann ich tun, dass ich für meinen Mann attraktiv bleibe? Ja, wie denn sonst? Ja, werden wir alt, verfallen wir, lassen wir uns gehen, werden wir wabbelig? Sie sind es, meine Frau. So bleiben Sie für Ihren Mann attraktiv. Sehr vernünftig. Wofür zahlen wir denn das ganze Jahr die Steuer und die erhöhten Rentenbeiträge? Punkt 1, Sie lassen sich gehen. Frauen neigen dazu, ihre Männer zu bemuttern und vergessen sich völlig selbst. Lösung kommt dann auch immer. Entdecken Sie Ihre innere Schönheit, auch jenseits der 45. Moment. Können Frauen strahlende Erscheinungen sein? Mit einer optimistischen Grundeinstellung, mit Spaß am Leben und Aktivität. Das reicht aber nicht, kann ich sagen. Die Welt ist voll von fröhlichen Dicken. Oder? Ich finde, man ist happy, wenn sowas auf ein Zuhause wartet. I love you. Ja, ist recht, mach ein Bier auf. Was haben wir denn noch? Ein kleines Korn. Schau sie dir an, diese Völker aus Asien. Immer gut gelaunt. Haben eine Schüssel Reis am Tag, haben keine Rentenversicherung. Ja. Immer happy. Nicht so negativ wie wir hier. Absolut. Wir haben doch alles. Jede Familie 4 Autos, Ferienhäuser, 6-mal im Jahr auf Gran Canaria. Kochen ist für mich eine Streichleine. Ich werde ihm verzeihen können. Er betrug mich mit sich selbst. Das ist alles hier. Und das ist auch ganz wichtig. Ich, Vera,
Vera, die Lieblingsserie von Vera ist Hinter Gittern. Lieblingsmusiker Herbert Grönemeyer. Lieblingsessen Thai Curry. Und das hier ist, das ist toll. Das fülle ich jetzt aus. Helfen Sie uns und gewinnen Sie. Lösen Sie das Rätsel. Sie haben sich einen Eindruck von Vera gemacht. Wie hat Ihnen die Zeitschrift gefallen? Gut, sehr gut, geht so. Gut, sehr gut. Hier, können Sie das sehen? Hier. Das ist toll. Wie hat Ihnen die Zeitschrift gefallen? Gut, sehr gut, gar nicht. Sehr gut. Wie hat Ihnen die Titelseite gefallen? Hat mir sehr gut gefallen. Welche Berichte haben Sie besonders gern gelesen? So können Frauen sich attraktiv halten. Und jetzt kommt für mich eine sehr wichtige Rubrik, Punkt 4. Nee, das noch nicht. Texte sind genau richtig, finde ich. Ja. Nummer 5 ist für mich das Wichtigste. Ist die Schrift sehr gut lesbar? Ja und nein. Könnte größer sein. Das für mich. Thema nächsten Dienstag, Vera, deine Zeitschrift ist toll, aber ich kann sie nicht finden. Wir pflanzen heute zusammen mit unserem lieben Freund, Botanik- und Zoologie-Experte Markus Passlick draußen den Baum des Jahres. Ja. Hat dein Bier einen Zusammenhang damit heute? Nein, aber mit der Rente, weil bevor wir Rente kriegen, müssen wir ganz, ganz alt werden. Und deswegen trinke ich ihn ganz alt. Ich bin wahnsinnig happy, dass ich weiß, wo ich mein Wochenende verbringe. Ja? Wo denn? Ja, beim Möbel Airport. Echt? Ja. Ich sitze heute Morgen, meine Damen und Herren, bei mir zu Hause, ja, habe meine ersten 20 Tabletten genommen, trinke ein Piccolo für einen Kreislauf. Für einen Kreislauf. Nee, wirklich, also. es war aber schon kurz vor 9 und. Mein Blutdruck ist so niedrig, ja, und ich habe ein Piccolöchen gedreht, einfach um in die Gänge zu kommen. Nee, das hat nichts mit Alkohol oder was, das ist, wie Sie kennen das, ja. Und dann lese ich hier in meinem geliebten Kölner Stadtanzeiger auf Seite 4 eine Annonce, wo ich sage, Donnerwetter, Kölner kauft in Köln, schauen Sie das hier an. Kölner kauft in Köln. Ich dachte erst, klingt das nicht wie Deutsche, aber nee, es zeigt ja. Kölner kauft in Köln, das ist... Abstauber Samstag bei Airport, Möbel Airport. 7 bis 10 Uhr kostenloses Frühstück für alle. Ab 12 Uhr Hirschgulasch für 1 Euro. Gutschein 20%. Das ist der Beweis. Hallo Herr Eichel, kennen Sie das? So treiben Sie Leute ins Ausland. Sag mal, ja? Sagen Sie mal bitte hier den Artikel. Hier. Liebe Kölner, Mitbürgerinnen und Mitbürger, haben Sie... Was, bleiben Sie, ich kann es nicht mehr lesen, ist so weit weg. Danke, ist okay. Bleiben Sie Ihrer Stadt treu. Wir möchten unseren Kunden in unmittelbarer Nähe so viel wie am Vorzüge wie möglich bieten, damit das Einkaufen auch in der eigenen Stadt attraktiv bleibt. Das ist doch großartig, oder? Schluss mit der Ungerechtigkeit. Denn in anderen Städten wie Frechen, Rösrath, Siegburg, Bergisch Gladbach, Hennef oder Leverkusen dürfen die Geschäfte bis zu 4-mal jährlich einen verkaufsoffenen Sonntag durchführen. Das ist doch nicht zu fassen, oder? Ja. Hast du das gewusst, dass man in Köln so benachteiligt wird? Nee, furchtbar. Kölner kauft in Köln. Ist toll. Ich komme. Hier. Es ist was für Hans Eichel. Spar dich reich. Möbel Airport. Und das Tolle ist... Ganz tolle Kampagne, Kölner kauft in Köln. Weil schauen Sie, hier ungefähr ist die Kölner Innenstadt und da ist Möbel Airport. Ja? Das sind höchstens eine halbe Stunde, 25 Minuten im Auto sind Sie da. Ja. Am Samstag. Am Sonntagmorgen, also wenn kein Verkehr ist. Ja. 7 Uhr morgens gibt es schon Frühstück, jeder kriegt ein Geschenk. Möbel Airport, fahren Sie hin für die Aktion Kölner kauft in Köln. Nächste Woche glaube ich dann, Deutsche bleibt in Deutschland. Von Ihrer Bundesregierung. Gutschein 20%.
Gutschein für einen leckeren Christstollen gratis. Happy-Hour-Gutschein. Mehr kann man nicht mehr tun. Ab 15 Uhr eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen kostenlos. Man kann den ganzen Tag da essen, trinken und tolle Live-Musik. Steht leider nicht von wem. Geil. Mit blotig Schwätsche vielleicht. Das Kölsche Original. Man brauche keinen Schrank. Heute dachte ich, habe ich Bild aufgeschlagen, dachte ich, mit Hartmut Engler ist was passiert. Wieso? Wurde so eine Kiste bei ihm rausgetragen, aber es war sein Möbel. Ach so. Ja. Nee, wirklich, ich hab schnell hingeguckt. Und er stand daneben. Komm ins Abenteuerland. So, meine Damen und Herren. Jetzt können Sie, falls Sie bei Möbel Airport, ja, fahren Sie ruhig mit der ganzen Familie, kriegt jeder Kuchen. Falls Sie dort auch kaufen wollen, ich glaube, dass man ein ganzes Wohnzimmer für 800 Euro kriegt am Wochenende, denn bei den vielen Gutscheinen. Ja, klar. Hier können Sie das Geld verdienen. Wir spielen jetzt auch als kleinen Tribut an Vera Entwehen, die ja im Rateteam der mega erfolgreichen Show Was bin ich? Bei Kabel 1 sitzt. Wir spielen hier Was bin ich? Eine Dame, ein Herr aus dem Publikum. 50 Euro, original wie bei Was bin ich? Für jedes Nein gibt es 50 Euro. Den Gong haben wir auch hier. Wer möchte aus dem Publikum für 50 Euro pro Nein seinen Beruf hier raten lassen? Herr Andrak, Frau Susanna und Herr Zerlett werden raten. Wer spielt mit? Ja, Sie haben sich als Erster gemeldet, der Herr mit dem Einstecktuch. Ja? Olaf aus Paderborn. Bitte, Olaf, kommen Sie. Herzlich willkommen. Sie heißen nicht Olaf, wir heißen Marco. Marco, wo kommen Sie her? Aus Hamburg. Oh, aus Hamburg, nehmen Sie Platz. Marco aus Hamburg. Normalerweise fragen wir immer, was sind Sie vom Beruf? Das machen wir natürlich nicht, denn Ihr Beruf soll ja erraten werden. Richtig. Sie kennen das, die Sendung? Ja, natürlich. Darf ich fragen, wie alt Sie sind, Marco? 29. Oh, das heißt, Sie haben das mit dem Original, mit Robert Lemke, selig gar nicht mehr gesehen. Doch, in Schwarz-Weiß noch. Wirklich wahr? Ja, natürlich nicht. Damals in den Kindertagen. Hier ist pro Dings ein, muss ich gucken, dass ich es richtig mache. So. So, jetzt für Sie zu Hause, Herr Antrag, ja, Susanna. Ja, ausfüllen, selbstständig oder angestellt. Wo? Ja, auf dem großen Pappe, sonst, damit man ja, noch die ein bisschen... Ja, das steht ja noch gar nicht drauf, da muss ich noch draufschreiben, ja, auf der oder? Anderen selbstständig oder angestellt. Angestellt. Marco aus Hamburg ist angestellt. Jetzt sagen Sie mir bitte Ihren Beruf leise ins Ohr. Sehr leise, weil man hört das auch über die Mikrofone hier. So, ich schreibe das hier drauf. Endlich mal ein Beruf, unter dem sich jeder was vorstellen kann. So, Sie zu Hause, wenn Sie nicht mitraten wollen, wo ist die Hülle? Haben Sie die Hülle gesehen? Von dem Filter? Ist die runtergefallen? Gab's eine? Wo ist denn die Hülle? Ich hab doch... Hast du die Hülle gesehen? Ist das denn jetzt so wichtig? Können wir das noch spielen? Ich kann nicht weitermachen, wenn diese Hülle nicht drauf ist. Ja. Kleine Neurose, aber das ist so. Falls Sie zu Hause, ja? Mitraten wollen. Ich zeige jetzt gleich den Beruf. Herr Andrak, Susanna und Helmut schauen weg. Wenn der Gong einmal ertönt, zeige ich den Beruf. Wenn er wieder ertönt, können Sie wieder schauen. Hast du schon vorher gegonnt? Man hört das nicht. Sehr gut. Ich habe nichts gehört. Hast du schon? Das konnte man nicht hören. Nehme mal einer die Hände von den Augen. Ja. Das war so leise. Man konnte es nicht hören? Nein, den Gong konnte man nicht. Ja, aber bei dem Applaus. Gut. So, wer fängt an? Ich fange mal an. Ja.
Hat Ihr Beruf weitestgehend etwas mit einer Dienstleistung zu tun? Ja. Haben Sie viel mit Menschen zu tun? Ja. Verkaufen Sie diesen Menschen etwas? Ich nicht. Nein. Ja, muss ja ein bisschen. Das ist schon mal eine Couch bei Möbel Airport. Also wenn Sie das so betonen, dass Sie nichts verkaufen, sind Sie da eine Stufe drüber? Sprich, sind Sie ein Chef von Menschen, die etwas verkaufen? Mhm, ja. Sind Sie im Bankgewerbe? Nein. Helmut? Gehe ich recht in der Annahme? Oh! Dass Sie Verkäufe vermitteln? Nein. Das, was Ihre Untergebenen da verkaufen, ist das etwas, was ich auch gerne hätte? Mit Sicherheit, ja. Gehen Sie davon aus, dass ich es noch nicht habe? Ja. Verkaufen Ihre Untergebenen im weitesten Sinne Fortbewegungsmittel? Könnten Sie, aber machen Sie nicht. Also ja oder nein? Nein. Okay. Aber ich meine, nicht, dass Sie jetzt aus Geldgier falsche Antworten geben. Oh Gott. Also die letzte Antwort war schon verwirrend. Haben wir überhaupt eine Chance, drauf zu kommen? Nein. Die Frage auf die Dienstleistung haben Sie ja mit Ja beantwortet. Mhm. Wenn Sie selbst nichts verkaufen, der Dienst, den Sie leisten, den könnte ich auch in Anspruch nehmen? Ja. Müsste ich dazu bei Ihnen angestellt sein oder könnte ich das jetzt auch hier als Musikant? Bisschen zweigeteilt die Frage. Ja. Helmut. Also als Nicht-Angestellter bei Ihnen kann ich auch... Peter, kannst du mal ein Stückchen nach links? Ja. Hallo. Ja, hallo. Erzähle, Marc. Schön, Sie zu sehen. Ja. Das war ein Ja. Ach, das war die Frage? Ja, die Frage war, ob ich dazu angestellt sein muss, ob ich das auch als Nicht-Angestellter habe. Nein, also in meiner Firma schon angestellt. Muss ich angestellt sein? Ja. Ja. Gut. Aber nicht zwingend notwendig. Aber ich bin ja auch angestellt. Naja, aber Helmut meint jetzt, ob man sozusagen hauptsächlich Ihre Angestellten das Produkt erwerben oder so. Nein. Nein. Ja. Also nein. Ja oder nein? Die Angestellten erwerben es nicht, die verkaufen es ja. Ist das, was Ihre Angestellten verkaufen, ein sehr teures Produkt? Könnte, ist es aber nicht. Ja oder nein? Was heißt denn immer könnte? Wenn die 10 da erscheint, dann sage ich es Ihnen. Dann ja, ja oder nein? Nein. Ich habe es eben nicht ganz mitbekommen. Diese Dienstleistung kann jeder brauchen, ja? Ja. Okay. Kann man das überall auf der Welt brauchen oder ist das irgendwas Spezielles hier für Europa? Nein. Was jetzt? Also. Ja. Stimmt, okay. Sind ja zwei Fragen. Kann, ja. Man, okay, okay, akzeptiert. Kann man das überall auf der Welt brauchen? Okay, kann man es überall auf der Welt brauchen, diese ja. Dienstleistung? Ja, irgendwie. Jeder braucht ja zum Beispiel Versicherungen, denke ich, die ganze Zeit. Eigentlich nicht, das glauben nur die Versicherungen. Ach so, ja gut. Ja. Aber
ich versuche es jetzt einfach trotzdem mal mit der Versicherungsbranche. Haben Sie im weitesten Sinne was mit der Versicherungsbranche zu tun? Nein. Haben Sie im weitesten Sinne was mit Banken zu tun? Nein, hatten wir aber schon. Aber hatten wir schon? Ja. Ach toll, ja super. Ja. Kann man das, was Sie verkaufen oder verkaufen lassen, kann man das anfassen? Ja. Ist das sehr groß? Okay, könnte, aber es... Sind Sie im weitesten Sinne ein Makler? Nein. Okay. Ja. 500 Euro. Marco aus Hamburg ist vom Beruf Projektleiter in einem Callcenter. Was ist das? Ein Callcenter? Ja. Und ja. Der Projektleiter? Ein Callcenter ist eine Agentur, wo Agenten am Telefon sitzen und wir sind Dienstleister für verschiedene Firmen. Das heißt, ein Verlag oder eine Lotterie oder was auch immer kann zu uns kommen und sagen, generiere für uns Kunden. Verkaufe denen das Produkt, was wir haben. Sind Sie so eine Art Drückerkolonne, bitte? Am Telefon. Rufen Sie aktiv an, oder? Ja. Bleiben Sie noch das Wochenende in Köln? Das ist die Adresse. Das ist der Tipp. Ja. Das ist der Tipp von Möbel Erfurt. Fürs Frühstück morgen. Ja, fürs Frühstück. Sehr interessant, da haben wir in einen sehr modernen, sehr neuen Berufszweig Einblick erhalten. Gratuliere 500 Euro, weiterhin viel Spaß und ein schönes Wochenende noch in Köln. Danke. Dankeschön, alles Gute. Markus Paslik, meine Damen und Herren. Kennen Sie alle, unser lieber Freund und Experte für alles, was freut und leucht und die lieben Pflanzen. Vielleicht können wir noch mal sagen, zur Erinnerung, das hier war der Baum des Jahres 2000, die Sandbirke. Hat sich prächtig entwickelt. Betula pendula. Kann man zufrieden sein? Ja, also ja. Was ist eigentlich aus unserem guten alten Waldsterben geworden? Da hört man überhaupt nichts mehr davon. Ja, leider. Es ist immer noch akut. Ja, es ist immer noch. Natürlich. Also das ist da, wir können beruhigt sein, ja. Aber man liest nichts mehr. Ja, wir haben im Moment andere Probleme. Ja, wir haben andere. BSE auch zum Glück geheilt, ja. Sonst wären die Zeitungen davon voll. Das war der Baum des Jahres 2001, die Esche. Fraxinus excelsior. Hat sich auch gut gemacht. Woran sieht man das eigentlich? Ja, sie treibt wieder toll aus, hatte diese schönen dunklen Knospen wieder, ja. Hatte schönes Laub im Sommer. Wir müssen uns die mal im Sommer angucken, glaube ich. Ist ja im Sommer gucken. Ja, wir auch das mal ist aus. Auch etwas, was der Hobbygärtner zu Hause, ist das empfehlenswert für den häuslichen Garten? Weniger für den häuslichen Garten. Weniger? Ja, das sind mehr Bäume, die in der Natur stehen und nicht, ja, Wacholder hat man gerne im Garten. Das ist schön für den Garten. Oder Friedhof auch. Das war 2002. Die wachsen eh lang. Langsamer, das ja. Also sind das auch so Blumen, wo man als Hausfrau sagt, oder so Bäumchen, wo man sagt, die sind dankbar? Ja, sehr dankbar. Ja, also man sagt, so einmal ein bisschen gießen, ja. Ja. Der Wacholder liebt nährstoffarme Standorte, also sandige Böden und auch die Alnus glutinosa Schwarzerle, Baum des Jahres 2003, ja. Ist auch ein Überlebenskünstler, allerdings eher auf feuchten Standorten. Aha. Das ist wichtig. Wenn Sie sich also eine Schwarzerle im Garten pflanzen wollen, dann muss die entweder massiv bewässert werden, ist das richtig, oder gleich in sumpfigen Gebieten genau. Oder so anpflanzen. Ja. So, wir haben das schon vorbereitet. So kriegt man die im Gartenfachhandel. Ja. Und für uns als Hobbygärtner eine Kleinigkeit, diesen Baum jetzt hier einzupflanzen. Muss man irgendwas speziell beachten? Ja, also die Pflanzgrube sollte ungefähr 2 bis 2,5 Mal so groß sein wie der Ballen mindestens und ein bisschen schöne Erde dazu tun. Ja. Jetzt müssten wir das da reinwuchten. Ach so, ich hier, ne? Hm. Na, ich kann da auch da unten. Nein, nein, es geht schon. Oh nein, es geht schon. Geht's? Geht's, Harald? Nee, warte. So, jetzt machen wir gleich ein bisschen Erde drauf. Ja, das müsstest du, das ist der symbolische Spatenstich. Ja, auch. Das, und ich glaube, ich das auch, sieht gut aus. Ich habe auch genau diese, wie soll ich mal sagen, diese Gärtner-Ausstrahlung. Ja. Und man sieht, dass ich also mit der Schippe in der Hand nicht nur runtergesprungen bin, sondern groß geworden. Diese Landrat. Hiermit eröffne ich den Ganztagskindergarten Doris Schröder-Köpf.
Nicht alles auf dem Ballen, mehr so drunter. Ja. Da kann man aber auch, muss man aufpassen, bin ich froh, dass ich eine Brille aufhabe hier. Kann man leicht sich in die Augen was reingeben. Also die Erle ist, wie gesagt, steht an feuchten Standorten, ja, und ist da sehr gut dran angepasst. Da muss man doch jetzt wässern, oder? Oh ja, die braucht viel Wasser. Passt doch ein bisschen auf. Ja, was denn? Da kann nur, ja, mit Wasser rumspielen. Ja, aber wirklich. Das bist du hier nicht auf dem Friedhof? Sie hat kriegt ein ganz großes Wurzelwerk, herzförmig. Damit kann sie an grundwasserführende Schichten, aha, kommen unten. Ich muss mich beeilen, die Bullen kommen. Und immer musst du mit Wasser spielen. Doch erst hinterher. Der, guck mal an, nicht. Das muss feucht sein. Ja, vorheucht. Hinterher. Nicht nass, das schwimmt ja. Angießen, wenn die Erde drauf ist. Soll ich noch was über die Erle erzählen? Oder? Ja, klar, natürlich. Ist das die Erle vom Erlkönig? Kommt das daher? Nein, das ist eine falsche Übersetzung. Aha. Es heißt eigentlich der Elfenkönig. Das ist im Dänischen übersetzt. Und das ist, Goethe hat auch die falsche Übersetzung übernommen. Das ist ja unglaublich, was du alles auf Anhieb weißt. Ja. Ich habe mich ein bisschen vorbereitet. Ach so. Und was gibt's denn Wissenswertes über die Erle? Zum Beispiel, dass sie Luftstickstoff binden kann. Das heißt, sie ist gar nicht so sehr auf den Stickstoff im Boden angewiesen, sondern sie hat so kleine Knöllchen an den Wurzeln und kann dadurch mit Hilfe von Bakterien den Stickstoff aus der Luft nehmen. Und das ist eben wichtig. Die kann fast an nährstoffarmen Standorten kann eben super überleben. Und also der ideale Baum für Deutschland in diesen Tagen. Ja, genau. Ja? Bescheiden. Lebt nur von Luft und Sonne. Untergrund. Keine großen Ansprüche. Vielleicht da noch ein bisschen so. Wo? Ja, ist schon gut. Das muss man jetzt aber festbinden, ne? Ja. Warum muss man das festbinden? Ja, weil durch den Wind, wenn der Baum zu sehr hin und her bewegt wird, der bildet ja erst feine kleine Würzelchen aus und die werden immer wieder abgerissen. Ne, machen wir erst da fest? Ach so. Ach so, oder hier direkt? Ja, klar. Kann man auch. Oder ist das jetzt nicht, sieht doch gut aus, oder? Ich weiß nicht, ob das weitmännisch ist oder wie das heißt. Ja, toll sieht das aus. Da kann der Baum sich 1A entwickeln, das spüre ich. Wie hoch wird der? Oh, hoch. Also, könnte sein. Die Erlen werden gar nicht so wahnsinnig hoch und auch nicht so wahnsinnig alt. Das ist ein Standortnachteil für die im Wald. Sie sind nämlich sehr lichtbedürftig, aber werden nicht, also sie werden 100, 120 Jahre alt und 25 Meter ungefähr hoch. Das ist nicht besonders hoch für sowas, was sich Baum schimpft. Das ist nicht so doll. Und dann hast du noch was Besonderes, eine Münsterländer Spezialität vorbereitet. Ach so, oder? Ja, das ist jetzt erstmal der Baum des Jahres, da kann man, das machen die Kollegen dann. Und ja, es gibt, das ist aber nicht nur Spezialität im Münsterland, das ist die schöne Sitte, dass man ein Apfelbäumchen pflanzt, wenn ein Kind geboren wird. Und ja, das hat doch nichts mit Münsterland zu tun, kanntest oder? Kanntest du das? Ja, das sind doch diese drei, was soll ein Mann tun? Ein Roman schreiben, ein Kind zeugen und einen Baum pflanzen. Also ich kenne das nur mit Hausbauen. Hausbauen. Ein Haus bauen, Kind zeugen, Baum pflanzen. Ja, im Münsterland sagt man Haus bauen. Wo ich herkomme, das ist ein Roman. Ein Haus bauen. Ja. Und da haben wir gesagt, wir haben ja so viele Kinder in diesem Jahr in der Firma. Wir pflanzen auch für jedes Baby einen Apfelbaum. Für jedes sozusagen Produktionsbaby. Ja, genau. Ja. Für jedes Firmenbaby einen Apfelbaum. Wie viele Babys sind das? Fünf in diesem Jahre. Fünf in diesem Jahre? Noch, also wir haben natürlich nur die. Noch, wir haben noch mehrere Schwangere, die bereits im Kreissaal die Sendung verfolgen. bisher sind es fünf und hier sind die Bäumchen, fünf Stück in diesem Jahr. Wer hat die Schilder? Die Schilder liegen hier. Da können wir mal sagen, dass wir bewusst ganz alte deutsche Apfelsorten genommen haben, weil die ja auch verdrängt wurden eine Zeit lang. Es gibt viele alte Obstbaumsorten, die schon ausgestorben sind, weil eben der junge Verbraucher nur noch die industriell gefertigten gleichförmigen Äpfel haben will. Verstehe, leider. Die leider, genommen. Leider. So, wir machen es in der Reihenfolge der Geburt. Das erste Baby war am 23. April Julischka. Hey, hier ran. Was ist das für ein Apfelbaum? Das ist ein Jakob Lebel.
und auch eine schöne alte Sorte. Die kommt aber ursprünglich aus Frankreich. Aha. Empfiehlt sich zum Direktessen oder zum Saftmachen? Kann man bestimmt beides ausmachen, ich weiß es dann nicht. Dann am 6. Mai Florina Babette. Die haben da, glaube ich, auch Haken irgendwo. Nee. An dem Baum? Ja. Wo? Um das Schild dran zu hängen? Na, da drüber, also jetzt über dem Schild war so ein Haken. Wo denn? Dort. Ach, um es an den Ast zu hängen. Dann kommt am 2. Juni Peter Bernhard. Nein. Das ist eine Birke. Das ist eine Birke. Ist doch deiner, Markus, oder? Das ist meiner. Ja. Oh! Oh! Da kann ich aber nicht probieren. Was ist das für ein Apfel? Eine Goldrinette Freiherr von Belebsch. So. Finde ich standesgemäß. Am 15. August Emma Luca. Machen wir hier. Ein. Das ist auch wieder ein Jakob-Label, da hatten wir zwei von. Jetzt haben wir dieselbe. Und der letzte am 10. September Alois. Hier. Was ist das? Ein? Winterrambu ist das, glaube ich. Richtig. Ja. Kennen Sie den Apfel? Kennen Sie den? Ja, Winterrambu, ist das ein bekannter Apfel? Er hat mir jetzt nichts gesagt. So, das sind die fünf Bäume mit den Babynamen. Und jetzt trinken wir noch einen Schnaps. Und jetzt trinken wir noch einen Schnaps. Alte Tradition bei guter Reinhausaufgabe. Der geht rein, oder? Ja. Münsterland hätten wir schon zwischendurch eingetrunken. Im Münsterland trinken wir schon zwischendurch. Das war's, meine Damen und Herren. Schönen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.